gebaut 1896 und der wunderschöne Brunnen nach der Göttin Hygia benannt. Semmel! Katja, Frau Aschberg, ich muss Ihnen was zeigen. Heute ist der Tag, der uns alle mit Stolz erfüllt. Heute ist der Tag der Demokraten. Heute ist Donnerstag. Herr Kollege, ich wollte nur sagen, dies ist die Stunde, in genau der alle 15:14 Uhr, Herr Lauermann. Ob Ihnen das nun passt oder nicht, Herr Senator, wir werden unsere Position verteidigen mit Zähnen und Klauen. Sondern mit Klauen. Ich bitte Senator Wegener, seine Zwischenbemerkungen ausnahmsweise für kurze Zeit zu unterlassen. Danke. Bitte, Herr Dr. Lauermann, fahren Sie fort. Demokratie, meine Damen und Herren, bedeutet Respekt vor unterschiedlichen... Die Rede für den Empfang heute Abend. Die habe ich noch nicht fertig. Siehst müde aus. Was? Also wenn du dich überlastet fühlst. Nein, kein Problem. Ich überlege sowieso schon die ganze Zeit, ob ich nicht jemanden rüberhole aus meinem Bezirk ins Rathaus. Alles aufgeweckte Burschen da. Also wenn du es nicht packst... Ich packe es schon. Ich packe es. Verlassen Sie sich drauf. Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Ich muss noch die Ausschusssitzung vorbereiten und die Anfrage in der Bürgerschaft und... Ich kann einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. Natürlich hat Sigi was mit Katja Aschberg. Definitiv. Ach, Herrgott, ich habe die beiden doch zusammen gesehen. Gestern Abend. Ach, wem bringt denn das was, wenn ich ihn zur Rede stelle? Nein, nein. Ich meine, er weiß, dass der Bürgermeister hinter mir her ist, aber er arbeitet doch für ihn und... Du, kann ich dich nachher noch mal anrufen? Ja, gut, tschüss. Ölheizung. Großer Garten, 900 Quadratmeter, sehr gepflegt. Ja. Garage. Drei Zimmer unten mit Wintergarten. Oben noch mal drei Zimmer. Das Haus ist 28 Jahre alt und wird gerade völlig renoviert. Nein, wir verkaufen aus privaten Gründen. Es läutet gerade, ich muss leider auflegen. Ein dauerndes Raus und Rein. Müsste das da unten am Sockel nicht mit einer ganzen Fliese aufhören? Wie denn? Fliesen haben ein bestimmtes Format. Die Wand da auch. Aber so wird das so zerstückelt. Kann ich mit einer halben Fliese anfangen? Moment. Lass mich mal gucken. Und findest du es gut, dass die Fuge hier über dem Wasserhahn so hoch geht? Wäre es nicht besser, wenn da die Fliese mittig wäre? Mittig? Dann komme ich doch in den Ecken nicht hin. Oh, egal. Nee. Die Leute, die unser Haus kaufen, sollen ein schönes Bad kriegen. Entschuldigung, für uns ist das hier zu groß. Leider, es kommt nicht in Frage. Macht nichts. Für vier Personen ein bisschen eng. Trotzdem, meiner Frau gefällt der Garten und die Zimmeraufteilung. Also, wenn wir doch mal über den Preis sprechen können. Nein. Would you kindly follow me? Hey, Moment mal, hier geblieben. Jetzt wird erstmal bezahlt. Ich krieg 65 Mark. Was ist denn hier los? In diesem Leben. Ich zahl schon. Ja, den Kanal ganz schön voll. Ich habe es im Rückspiegel gesehen. Ja, wenn ich bezahlt wird, dann rufe ich die Polizei. Ja, wo steckt denn hier Fahrer? Wow. Bringen Sie den Herrn bitte wieder nach Hause. Nichts nach Hause. Herr Senator, bitte. Gib mir meine Rede. Saftsack. Willkommen in Hamburg. Er ist mit 120 Begleitpersonen angereist. Den ganzen Generalstab hat er mitgebracht. Dann können die zu Hause wenigstens nicht putschen. Und wir zahlen die Hotelkosten. Hallo? Wirklich? Ich bin stolz auf dich. Klasse Idee, Frau Beiler, dich an den Front zu schicken. Wo steckt der alte Bussard überhaupt? Keine Ahnung. Moment.
Bürgermeister. Friedrich, der Premierminister hat schon nach Ihnen gefragt. Oh ja. Nice to meet you again. Herr Minister, bitte greifen Sie bitte einmal noch voran. Ein bisschen näher zusammen, bitte. Du, guck mal, wie alle Weiber die Augen verdrehen, wenn der Bürgermeister vorübergeht. Da, die machen den buchstäblich an. Da wird einem klar, was in der Tierwelt ein Alpha-Männchen ist. Du wirst ja ganz rot. Nein, ist ein bisschen heiß. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich gehe übrigens von Bord. Was heißt das? Ich werde Direktor bei Asmus. Fantastische Aufgabe. Eine unglaubliche Herausforderung. Und sehr lukrativ. Von dem Gehalt kannst du bloß träumen. Du gibst die Politik auf. Hat mich ja niemand gebeten zu bleiben. Tolle Rede hast du gehalten. Ich bin stolz auf dich. Senatsentscheidung hin, Empfehlung des Bürgermeisters her. Mit der S-Bahn-Anbindung zu uns raus geht's nicht voran. Auf administrative Weise wird gezielt Lähmung erzeugt. Mal ist die Bahnhofszufahrt nicht feuerwehrwagengerecht, mal stellt jemand fest, dass von einem Baum drei Äste abgesägt werden müssen. Baumfrevel. Weil ausgerechnet dieser Baum das Kostbarste ist, was der betreffende Beamte glaubt, beschützen zu müssen. Ja, ist ja so. Da werden Akten schwimmen geschickt. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Keine Briefmarke mehr zwischen. Er wird nie Kanzler. Axel? Warum nicht? Er verliert so leicht seinen Kopf. Wie schafft unser Bürgermeister das bloß? Na gut, tanzen gelernt. Ich meine, so offen deine Frau anzubaggern, während ein paar hundert Augenpaare auf ihn gerichtet sind?
Viertelmillion? Das ist doch wohl ein Witz. Und das Ganze als normales Darlehen getarnt. Seit wann ist es denn bei Asmus üblich, mit Darlehen um sich zu schmeißen? Ja, keine Ahnung. Ja. Er schmiert Pferd besser. Wozu braucht er mir denn so viel Geld? Seine Eltern haben Steuerschuld. Sehr gut. Asmus kriegt, was er will. Kassiert jede Menge städtischer Zuschüsse. Jetzt beseitigt ihm unser lieber Parteifreund Simmeling noch bürokratische Hürden beim Bau der S-Bahn-Strecke zur Asmuswerft raus. Sagt ihm auch noch eine Baugenehmigung für die Privatvilla von Herrn Asmus. Also genau genommen, als Semmeling ihm die Baugenehmigung besorgt hat, war noch keine Rede von einem Darlehen. Ist ja noch besser. Eine Erfolgsprämie hinterher. Und alles mit Duldung des Bürgermeisters. Ja, Semmel muss schon Zinsen zahlen. Irgendwann das Darlehen abstottern. Na, ist ja klar, das Kind muss ja einen Namen haben. Das ist die Chance, auf die wir gehofft haben. Und eher, als ich dachte. I'm honored. My relationship to the English language is the same as to my wife. I love her, but I don't master her. Es ist mir schrecklich leid. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, der Vorfall gestern Abend. Es tut mir sehr leid, Senator. Ich war ja. Ich danke dir jedenfalls, dass du mich in dem Zustand nicht. Ach, schon vergessen. Es ist Mr. Senator Schmalstein. Ich mach's vermutlich nicht mehr lang. Ich hab Krebs. Und ich habe Angst. Scheißangst. I love Hamburg, but the weather is really terrible. In Hamburg regnet es bei jedem Wetter. Das ist schön. Haben Sie Schmerzen? Ach, die kann man betäuben. Die Angst nicht. Es ist ein Abstand von Lichtjahren zwischen Gesunden und Kranken. Der einzige Trost, die Halunken hier, werden mir alle eines Tages folgen. Das ist traurig. Moin, Herr Bürgermeister. Eine schwere Nacht. Ja, war eine schwere Nacht, Herr Bürgermeister. Kein Bild. Was können wir denn da machen? Ja, was wollt ihr machen? Der Deichbruch ist dahin. Das ist ein süßes Bild. Traumhaft. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Deichbruch zu tun? Kinder. Der Zwang, sich von den Medien inszenieren zu lassen, ist immens gefährlich geworden. Und nachteilig für das, was man inhaltlich möchte. Wer diese Inszenierung zulässt, fängt an, sich zu verändern und damit auch die Politik, die er macht. Axel hat eine bestimmte Art zu sprechen und sich zu bewegen, die ankommt. Ein einfacher Mann, der überzeugen kann. Gleiche Augenhöhe mit dem Bürger. Aber um in der Bundespartei eine größere Rolle zu spielen, braucht er die große Linie. Intellektuellen Tiefgang. Bei Axel? Naja, jedenfalls immer nur mit einem Bauchladen voller Einfälle rumlaufen und jeden Tag was Neues erfinden, das reicht nicht. Was wir uns fragen sollten, ist, gibt es Unterschiede zwischen der offiziellen parteipolitischen Linie und der Lebenswirklichkeit der Menschen? Gut. Diskussionen über gesellschaftliche Perspektiven finden gern überregionale Beachtung. Das ist wichtig. Ich frage mich, berücksichtigen wir zu wenig das Ende der Industriegesellschaft? Und den Beginn der Wissensgesellschaft? Erstmals ist der Mensch nicht mehr Objekt ökonomischer Strukturen. Er rückt mit seinen Talenten in den Mittelpunkt. Wir müssen Antworten auf die Zukunft finden. Auf die kulturelle Revolution durch neue Kommunikationsformen. Auf das Phänomen der alternden Gesellschaft. Auf den beschleunigten Strukturwandel von Arbeits- und Wirtschaftsleben. Wir brauchen eine Neubestimmung des Sozialstaates. Wer die Folgen der Globalisierung leugnen will, dem rufe ich zu und sie bewegt sich doch. Das ist Ihr Munde. Danke. Semmel? Lust auf einen kleinen Schluck mit den Bonner Kollegen? Die Bar ist eröffnet. Danke. Ich bin müde.
Axel. Hast du dich nicht in der Tür geirrt? Das Zimmer von Vicky ist nebenan. Nicht frech werden, du. Das war WLAN-Tag. Hast du eine super Rede im Bundesrat gehalten? Nee, du hast die super Rede geschrieben. Du bist unglaublich wichtig für mich, Samuel. Ich brauche dich. Nee, jetzt lässt du mich mal was sagen, ohne dass du mir was vorsagst, okay? Du gehörst zum Besten, was mir in diesem Jahr passiert ist. Ich weiß, was du leistest, wie hart du arbeitest. Du hast die seltene Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge ganz klar zu machen. Vor allen Dingen machst du nicht so viel Tamtam um deine Arbeit wie all die anderen. Du bist bescheiden, loyal. Und der Mensch liegt dir am Herzen. Und das ist es, was die Menschen spüren. Ich vertraue dir. Und es gibt wenige, denen ich rückhaltlos vertrauen kann. Ich möchte, dass du weiter Leiter der Grundsatzabteilung bleibst und zusätzlich die Leitung der Senatskanzlei übernimmst. Traust du dir es zu, Herr Staatsrat? Vielen Dank für das Angebot, Axel. Doch. Ich glaube, ich traue mir das zu. Dann ist doch alles in Butter. Semmeling. Mein Junge, bist du schon aus Bonn zurück? Ja, gut. Staatsrat, der Junge. Na? Ich bin nicht mehr Bürgermeister, Frau Braun. Nein, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Klaus, wir würden uns freuen, wenn du wieder ein bisschen Farbe in die blasse Führungsriege unserer Partei bringen würdest. Schon merkwürdig, wenn ausgerechnet meine Langzeitgegner mich für den Parteivorsitz vorschlagen. Will Betonwalter denn das Handtuch machen? Wer fragt danach? Staatsrat. Staatsrat. Alles Gute für die Morgen. Herzlichen Dank. Auch vielen Dank. Mein Gott. Ja, danke. Sigi. Na, wie fühlt man sich denn so frisch verheiratet? Nichts. Ich dachte mal, der Senator wäre von meiner Ufer. Und wenn schon. Unsere Vicky hat auch ihren Gärtner, der dafür sorgt, dass er sich austrocknet. Danke dir. Danke für den Hinweis. Ich werde es nicht vergessen, Ingo. Schon mitbekommen? Wenn ich wollen Sie zum Landesvorsitzenden machen, die Hallo. Mein spezieller Freund Ulrich Jansen. Herrgott! Ich dachte, Klaus Hennig wäre endgültig erledigt. Herr Bürgermeister! Axel! Soll ich ein Glas Wasser, Herr Senator? Ich fürchte, ich kann nicht mehr aufstehen. Einen Moment. Mach's unauffällig. Schöne Grüße von Paul.
Wie geht's unserem verehrten Vorsitzenden? Naja, ist erschöpft vom ewigen Kleinkrieg. Deshalb steht er auch als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung. Nicht? Es gibt Alternativen. Na klar. Aus Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Vielleicht auch einer aus Hamburg. Paul meint, du sollst dich mit deinen grünen Freunden etwas zurückhalten. Was heißt Freunde? Ich brauch sie halt, um an der Macht zu bleiben. Uns an der Macht zu halten. Paul meint, es wäre im Augenblick nicht falsch, sich sämtliche Optionen offen zu halten. Hm? Walter habe ich nach Hause fahren lassen. Geht ihm nicht gut. Hoffentlich fällt er uns nicht bald ganz aus. Herrgott, habe ich ein Pech. Gerade jetzt brauche ich diesen Kerl. Da kriegt er Krebs. Was war mit dir nicht damals auf Jamaika? Hm? Nichts, was für dich von Belang wäre. Ah. Das entscheidest jetzt du? Staatsrat? Der Redeentwurf. Sei ein bisschen kritischer mit unserem Koalitionspartner. Das ist der Zweck Ehe und keine große Liebe. Bist du mit denen so mild, weil du was Grünes zu Hause im Bett hast? Auf wie viel kommst du zurzeit eigentlich so? Wie viel ich verdiene? Was wollen wir nicht die Ratenzahlungen haben? Mit Silke, Mensch. Einmal vorm Einschlafen, einmal beim Aufwachen. Oder nur am Wochenende. Eigentlich kommen wir mit dem Zählen gar nicht mehr nach. So will ich dich haben. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich bin noch aufgerufen. Darf ich? Dass es wieder jemanden gibt, um den ich mich kümmern kann. Das ist Herr Senator. Ich freue mich sehr. Da bin ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher. Guten Tag. Zu Semmeling? Ja, wir kommen vom Makler. Die sind nicht da. Den kann man doch noch reparieren. Das ist völlig im Eimer. Die Reparatur würde 450 Mark kosten, dazu die Anfahrt von dem Monteur. Keine Sorge, die Kosten für 9 übernehme ich. Ich möchte einfach so schnell wie möglich von den Schulden runter. Wenn dieser Engpass wenigstens vorübergehend wäre, aber ein Ende ist ja nicht abzusehen. Ich habe dich gefragt, ob du einverstanden bist, dass ich für meine Eltern bürge. Ich mag deine Eltern, ich habe sie wirklich lieb. Aber dass wir deswegen auf alles verzichten müssen. Alle fahren über Weihnachten weg, wenigstens für ein paar Tage. Nur wir... Manfred Kiefer wechselt den Vorstand eines Unternehmens, das sein Ministerium erst kürzlich bei der Werftenfusion mit 1 Million Steuererlass begünstigt hat. Wenn Sie unterstellen, dass der Senat so entschieden hat, um mir einen Chefsessel bei Asmus zu sichern, gehen Sie völlig an der Realität vorbei. So, jetzt gehen wir noch Reibekuchen essen bei Heinz. Hä? Ich muss nach Hause. Wartet der Herz allerliebste. Na, dann mal. Frohe Weihnachten. Schlaf gut. Und auch schöne Weihnachten. Semmel. Auf alles, was wir lieben. Weißt du, wie gern ich mich mit dir im Bett verstecken würde?
und dich fest im Arm halten und nur aufstehen, wenn wir was zu essen brauchen. Ich muss es abwürgen, bevor ich zu tief drin stecke, Katja. Ich will Silke nicht wehtun. Wir müssen halt die ganze Sache im Keim stecken. Unsere Katja hat da richtig Feuer im Arsch. Aber hallo. Und viel zu viel getankt. Na, Charlie? Bist du wieder schlanker geworden? Super. Ich laufe jeden Morgen 5 Kilometer. Und wem läufst du danach? Magst du einen Keks? Die sind gut. Nein, danke. Du willst meinem Mann noch nicht sein kleines Herz stehlen. Ich stehle nichts, was nicht rumliegt und mitgenommen werden will. Kredite. Dafür will er eine Landesbürgschaft. Damit hätten wir die Plattform für den großen Angriff. Und? Wie sollen wir es am besten einfädeln? Die Bürgerschaftsanfrage. Einer von uns, oder noch besser von der Opposition, erkundigt sich nach dem Stand der Dinge bei Asmus. Kann es sein, dass Asmus Mitarbeiter im Rathaus in irgendeiner Weise vergütet? Die Zusatzfragen musst du ganz präzise vorformulieren. Und dann schnappst du dir noch ein paar, die dir in der Bürgerschaft Schützenhilfe leisten. Und warum ich? Du bist der beste Mann dafür. Seit Jahren mit Semmel persönlich befreundet. Völlig ahnungslos, dass du da in einem Wespennest rumstocherst. Die Opposition wird die Gelegenheit nutzen, mal wieder Rabatz zu machen. Und schon fängt die Suppe an zu kochen. Charlie? Wenn Asmus in Schlingern gerät, wäre das doch für den Bürgermeister überaus peinlich. Mehr als peinlich. Wie peinlich genau? Mann über Bord. Ihr geht zur Arbeit und kassiert trotzdem Unterstützung. Ja, ja. Woher wissen Sie das? Warum glauben Sie, dass der den Staat betrügt? Sie putzen da. Ich verstehe, Sie arbeiten in derselben Branche. Aber Ihren Namen weiß ich nicht. Wie bitte? Sie meinen, politische Entscheidungen werden durch Schmiergeldzahlungen beeinflusst? Woher haben Sie denn Ihre Kenntnisse? Arbeiten Sie bei der Neuen Hanse? Kennen Sie Asmus persönlich? Naja, dass Sie anonym bleiben wollen, ist mir schon klar. Ein aufrechter Steuerzahler, ich verstehe. Wir sind alles aufrechte Steuerzahler. Wenn die Leute Frust haben, überlegen sie halt, hier kann ich anderen eins reinwürgen. So nach dem Motto, mir geht's nicht rosig, ich zahle mich dumm und dösig. Warum soll's der anderen besser gehen? Der Mensch hat nun mal eine gewisse Niedertracht. Wieso kann ihr steuerliches Gewissen es nicht ertragen, dass der mit seiner Geliebten das Geld durchbringt? Ist doch sein Geld. Schwarzes Geld? Ist das jetzt eine bloße Vermutung von Ihnen, oder? Wo steckt Peter Scheller? Ja, wir hatten drei Meteorologen. Eine Flasche Baron. Möchten Sie einen Beleg, Herr Doktor? Speisen und Getränke? Ja, bitte. Sollen wir einen etwas höheren Betrag reinschreiben? Ja, warum eigentlich nicht? Danke. Das Finanzamt verdient schon genug an mir. Hast du sie nicht mehr alle? Wie soll ich denn die Spesen nach einem Amt begründen? Aber Hunger. Der Wirt will uns doch einladen. Kommt gar nicht in Frage. Herr Scheller, das tut mir leid wegen der Bemerkung von meiner Frau. Ihnen wird noch ganz anderes leid tun. Das verstehe ich nicht. Ach, Sie verstehen nicht. Auf dem Lieferschein hier fehlt Ihre Adresse. Eine Nachlässigkeit des Lieferanten. Ich kümmere mich um Bedienung. Irgendwie begreife ich es ja, dass Sie Einnahmen nicht angeben.
ist ja auch übermenschlich, jedes Gericht, das über den Tresen geht, zu registrieren und jede Mark brav zu versteuern. Ich warne Sie. Um sich mit mir anzulegen, sind Sie ein paar Schuhnummern zu klein. Schauen Sie, ich rede doch ganz vernünftig mit Ihnen, oder? Da steht keine Adresse drauf, weil wenn Sie Ihren kompletten Einkauf buchen, machen Sie zu wenig Gewinn. Und wir kommen Ihnen auf die Schliche. Also lassen Sie sich vom Großhändler Blanko-Rechnung ausstellen. So denken Sie, ist es wasserdicht. Beweisen Sie mir das mal. Irgendwo da in der Liefernummer. Da ist Ihre Kundennummer versteckt. Wollen wir wetten? Weil auf Ihren Einkaufsrabatt wollen Sie ja trotzdem nicht verzichten. Und bei der Menge, die Sie abnehmen, kriegen Sie garantiert Rabatt. Ja, den Großhändler knüpft sich die Verhandlung wegen Beihilfe vor. Packen Sie es wieder weg. So machen Sie es nur noch schlimmer. Na, na. Ich hab zu viel gegessen. Nachdem der die Nachzahlung akzeptiert hat, durfte der uns ruhig zum Essen einladen. Ich dachte immer, am beliebtesten wäre der Betriebsprüfer, der am schärfsten vorgeht und am meisten reinholt. Ach was, wir sind doch nicht die Fahndung. Vernünftige Kompromisse, keine Prozesse. Was nutzt es, wenn du das letzte Quäntchen rausholst, aber dich bei dem Fall zu lange aufhältst? Hauptsache keine Einsprüche. Hauptsache, wir halten den Laden am Laufen. Ja, ich sollte dich zurück. Ja, pass auf. Asmus. Alles in Ordnung? Sag, was ist mit dir los? Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Ich wollte dich auch nicht. Hey. Hui. Trink doch erst mal was. Ein Schluck. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Ich treffe mich heimlich mit dir in einem Hotelzimmer. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich hatte am Vormittag hier eine Sitzung mit Gewerkschaftstypen. Da konnte ich nämlich gut kaschieren, dass ich vor dem nächsten Termin mich ein bisschen ausruhen will. Das nimmt dir doch keiner ab. Draußen haben mich schon alle gesehen. Na und wenn schon? Ich habe mir geschworen, dass es dahin nicht kommt. Auf keinen Fall. Jetzt entspann dich doch mal. Ich hab mich so nach dir gesehnt. Axel, es ist so schrecklich. Du machst mich verrückt. Ach, hör auf damit. Scheißsituation ist das. Ich weiß. Ich weiß.
Ihnen den Mantel abnehmen. Danke. Was soll denn das? Wissen Sie davon Steuerprüfung? Doch nichts Ungewöhnliches. Ganz plötzlich, ohne jede Ankündigung. Nachdem die uns vor ein paar Monaten in halber Bataillonsstärke auf Herz und Nieren geprüft haben. Sollen wir gegen die Prüfungsanordnung Einspruch einlegen? Ja, ich bitte darum. Irgendein Anlass zur Besorgnis? Fred, wo leben Sie? Wir machen große Träume wahr. Die deutsche Werft von internationalem Rang. Wir haben diese Position erreicht, weil wir uns halt nicht von irgendwelchen Bedenkenträgern die Flügel stutzen lassen. Und weil ich schon mal ein Geschäft akzeptiere, wovor andere vielleicht zurückschrecken. Wir riskieren jeden Tag Kopf und Kragen. Was wir am allerwenigsten brauchen können, sind irgendwelche Apostel vom Finanzamt. Asmus hat sich beschwert, dass er wieder die Steuerprüfung am Hals hat. Sieh zu, dass du deine Kettenhunde zurückpfeifst, Inga. Wie soll das denn gehen? Finanzämter sind unabhängige Behörden. Streichen die Mittel, kürzen die Spesen. Was weiß ich? Du wirst schon sehen, wie die Spesen. Das ist ja die Anfrage wegen der Industrieansiedlung in Nürnberg. Hm? Ich kümmere mich drum. Asmus schleicht also durchs Rathaus, wedelt mit dem Scheckbuch und schmeißt Scheinchen wie Konfetti um sich. Dass der Welch auf seiner Gehaltsliste hat, war ja klar. Steht praktisch auf den gelben Seiten. Aber man hat's halt nie schwarz auf weiß. Dieser Semmeling lässt sich von Asmus mit dem Darlehen beglücken. Na, warte. Über eine Viertelmillion. Günstige Kondition vermutlich. So hab ich's gern. So macht's mich an. Aber du hältst dich an die Verabredung. Los, Ling, erst auf dein Kommando. Klar. Ach, der Herr Asmus ist nicht mehr da, Herr Kiefer. Der erwartet im Überseeclub. Ach so. Ah ja, danke. Schon gehört? Axel Robert schafft uns die Steuerprüfer vom Heinz. Das kommt mir nicht zu Sorgen fallen. Herr Asmus, in den letzten Jahren haben Sie rund 2 Dutzend Firmen gekauft. Bei allen Ausschreibungen die Konkurrenz überboten. Ich sag halt manchmal ja, wo andere nein sagen. Aber vielleicht haben Sie dabei die eigenen Kosten ein bisschen aus den Augen verloren. Trotz voller Auftragsbücher produzieren wir nur Verluste. Ich habe Visionen, Fred. Energie, Know-how. Und ich bin verdammt neugierig. Ihre Aufgabe ist es jetzt, die nötigen Mittel für alles aufzutreiben, das Abenteuergeist ersinnen kann. Herr Asmus, wenn wir so weitermachen, ist die neue Hanse in absehbarer Zeit konkursreif. Also auf mit Ihrer Schwarzseherei. Guten Abend. In dieser Situation wollen Sie noch eine Firma erwerben? 12 Millionen sind kein Geld für die Megojacht. Wenn man es hat, vielleicht nicht. Na, Geld. Wer hat schon Geld? Niemand hat Geld. Hauptsache, wir sind gut im Geschäft. Glas Champagner vom Essen? Zu dem Kaviar-Lachs-Tartar, das ist übrigens ausgezeichnet hier, empfehle ich Ihnen einen Chablis. Premier Prü. Hallo, guten Abend. Hier, der Assistent von Meyer Klasterbock. Die Bank von denen ist ganz wild darauf, mit uns ins Geschäft zu kommen. Weil Sie die Wahrheit nicht kennen. Die Wahrheit, lieber Fred, ist immer eine Sache des Standpunktes. Das wissen Sie doch aus der Politik. Es gibt viele Wahrheiten. Wir können nicht dieses stürmische Wachstum finanzieren und gleichzeitig dauernd Verluste produzieren, Asmus. Wir sind verschuldet bis über die Halskrause. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist das unbedarfte Problemhuberei. Helfen Sie halt ein bisschen nach. Ja, im Geschäft nimmt man das Leben, wie es kommt, nicht wie es vielleicht in der Bibel ersehnt wird. Erhöhen Sie die Auftragswerte. Schreiben Sie einfach höhere Rechnungen. Das wäre Betrug. Bilanzverschleierung. Bilanzen kann man manipulieren. Und da wird manipuliert, glauben Sie mir das. Überall, immer. Wenn das rauskommt, gehen wir ins Gefängnis. Ich darf Sie bitten, nicht solche Ausdrücke zu benutzen. Unser Geschäft ist heikel. Da muss man die Worte sorgfältig abwägen. Ich will doch nur, dass es legal zugeht. Legal? Was heißt denn legal? Was bitteschön haben Sie mit legal am Hut? Dann machen Sie es legal. Dann kassieren wir alle irgendwann dicke Profite. Ja, sollen wir aufgeben und Tausenden von Menschen den Arbeitsplatz nehmen? Die Banken lassen uns schon nicht absaufen. Die wollen ihr Geld zurück. Zeigen Sie Ihren ehemaligen Freunden im Rathaus unsere prallen Auftragsbücher. Wer soll das schlucken? Wer seinen Job behalten will. Könnte ich vielleicht gleich einen Abschlag haben, Herr Semmeling? 2000? Überweise ich Ihnen, Herr Rodewart. Nee, nee. Nicht überweisen. Ich habe meinen Laden dicht gemacht.
Offenbarungsseite. Ich musste. Aber um Gottes Willen, Herr Rodewald. Im letzten Jahr habe ich keine Buchhaltung mehr gemacht. Aus Geldmangel. Kostet ja alles. Vorsicht ist frisch gestrichen. Daraufhin geht das Finanzamt hin und schätzt einfach Einnahmen, Ausgaben. Wie viel Mehrwertsteuer noch aussteht. Auch von dem, der sich längst verdünnisiert hat. Da sitzen ja Beamte, die einen kaputt machen wollen. Um was anderes geht's denen gar nicht. Am Ende kriege ich einen Steuerbescheid über 130.000 Mark. Pass auf, Leber, jetzt kommt er. Daraufhin nehme ich mir einen Anwalt. Gut. Versierter Mann, auf Steuerrecht spezialisiert. Und was soll ich Ihnen sagen? 45.000 werden von der Finanzamtforderung abgezogen, ohne dass wir prozessieren mussten. Das sieht man's mal. Bloß, der Anwalt kostet ja auch. Und nicht zu knapp. Und zahlungsunfähig bin ich auch bei einer Steuernachforderung von 85.000. Und plötzlich hat man kein Geld mehr, sich zu wehren. Man kann alles bloß noch still über sich ergehen lassen. Ja, stimmt, genau. Ohne Geld ist man immer im Unrecht. Die Firma hat die Abfindung auf mein altes Gehaltskonto überwiesen, obwohl ich extra ein neues eingerichtet hatte. Und das Geld hat das Finanzamt auch beschlagnahmt. Was weiß ich alles? Schon wieder einen neuen Steuerbescheid geschickt. Gesund so viel Abfindung kassiert. Darauf wären so viel Steuervorauszahlungen fällig. Seien Sie so gut und rauchen Sie nicht so viel. Das ist doch Gift für Sie. Frau Ada, wir sind nicht verheiratet. Also lassen Sie diese Bevormundung. Wie hat es nur Ihre arme Frau mit Ihnen aushalten können? Ich begreife es nicht. Das Haus überschreibst du sofort auf deinen Sohn. Hättest du schon längst machen sollen. Und die Wohnung in Dresden auch. Und dann gehst du zum Finanzamt und sagst, Freunde, ich bin blank. Was machst du denn hier? Axel, darf ich mal vorstellen? Mein Vater? Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Parteitag bist du aber wieder auf dem Damm. Wir telefonieren. Ich brauche deine Hilfe weiter. Schafft mir Klaus Hennig vom Hals. Axel, willst du auch mal? Aber schön Kurs halten. Das ist der Wahnsinn, ne? Der helle Wahnsinn. Ist das ein Foto? Hamburgs großer Steuermann. Was sagt denn der eine zum anderen? Vorher oder ich weiß ja. Verkraftest du eigentlich deinen steilen Aufstieg? Ach, komm schon. Keine Angst vorm Absturz? Naja, wenn man keine Angst hat, denke ich, hat man auch nicht genügend Respekt vor dem, was man macht.
Wie haltet ihr das eigentlich, Axel und du? Tauschst du Frau gegen Beförderung oder ist das die Bedingung, die er stellt? Was soll denn das? Aufhören! Seid ihr völlig durchgeknallt! Du kriegst die Quittung, die du verdienst. Verlass dich drauf. Hoffentlich kotzt er nicht auf ihr schönes Schiff. Nanu, das ist ja eine Überraschung. Wie geht's denn? Störe ich sehr? Ich war gerade in der Gegend, da dachte ich, ich habe einen Patienten besucht und dachte, vielleicht könnten wir einen Kaffee zusammen trinken. Ja, gerne. Moment, ich hole nur kurz meinen Mantel, ich wollte sowieso gerade los. Oder passt es Ihnen nicht? Doch, doch, doch. Ich überfalle Sie so einfach. Die Kinder nicht da? Die sind bei meinen Schwiegereltern. Wie geht's denn Axel, dem Bürgermeister? Prima, glaube ich zumindest. Genau weiß ich das nicht. Ich kriege ihn so selten zu Gesicht. Und in letzter Zeit ist er entsetzlich launisch, so die letzten Wochen. Ich sehe meinen Mann auch kaum. Irgendwas ist mit Axel. Ich habe schon versucht, mit ihm darüber zu reden. Er sagt, es wäre alles wie sonst, aber automatisch malt man sich ja gleich sonst was aus. Was? Naja. Ich weiß nicht. Heute ist unser Hochzeitstag. Ich wollte mich mit ihm zum Abendessen verabreden. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Ja. Ich habe im Büro angerufen, die Mauer natürlich. Vorhin habe ich gedacht, ich hätte sein Auto gesehen. Ich denke, es war sein Auto und sein Fahrer, aber... Ich weiß nicht mehr weiter. Was ist denn? Wenn Sie wissen wollen, wo er ist. Axel? Komm schon, Axel, ich weiß, dass du hier bist. Du Arschloch. Denk jetzt nichts Falsches. Der Ehemann ist ein Mitarbeiter. Einer deiner engsten Mitarbeiter. Du Arsch. Staatsrat, Telefon für Sie. Ja. Semmeling? Kann ich dich mal kurz sprechen? Silke, im Augenblick ganz schlecht. Wir wollten uns doch immer die Wahrheit sagen. Das haben wir doch abgemacht. Im Augenblick habe ich überhaupt keine Zeit. Können wir nicht... Die Zeit musst du dir jetzt mal nehmen. Du hast mich doch betrogen, oder? Was soll der Unsinn? Ja, ich weiß es, mein Schatz. Jetzt hör auf, ja? Es ist ja kein Weltuntergang, sowas passiert. Ich finde es nur schlimm, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Dann steigere dich doch nicht in irgendwas rein, ja? Sag die Wahrheit und alles ist in Ordnung. Können wir das nicht später statt hier am Telefon? Im Augenblick passt es mir wirklich sehr schlecht. Also, wer war's? Hm? Katja? Nein. Ich werde doch auch gar nicht wütend. Großes Ehrenwort, ja? Also, es war Katja. Nein. Ja, einmal. Was? Einmal? Zweimal. Ich schwör's mir nicht. Sag, dass es nicht wahr ist. Silke. Du Mistkerl. Du dreckiger Mistkerl! Mir ist klar geworden, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich hab dich mit Axel betrogen. Was? Was sagst du da? Was zum Teufel sollte das heißen? Ich hab es dir doch gesagt. Endlich waren wir mal aufrichtig zueinander. Aufrichtig? Was ist, Silke?
geht schon vorbei. Geht schon vorbei. Ist doch seltsam. Was ist seltsam? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Was? Was? Du warst so zärtlich und... Du auch? Willst du die Scheidung? Kommst du denn da drauf? Das ist doch zum Kotzen. Wir können nicht mal mehr miteinander reden. Es ist vorbei. Wir führen doch eine glückliche Ehe. Wir haben doch das Große losgezogen. Ich liebe Katja nicht. Nein, deswegen musstest du sie auch unbedingt vögeln! Na und du? Warum Axel Ruppert? Wäre den anderen lieber gewesen. Warum ausgerechnet mein Chef? Weil ich sehen wollte, ob du deinem vergötterten Bürgermeister immer noch die Treue hältst, wenn du siehst, dass er dir hinter deinem Rücken versucht, die Frau auszuspannen. Aua! Du bist du verrückt geworden, du Arsch! Bist du verrückt? Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Was sagt der Bürgermeister dazu? Moment! Ich wüsste nicht, dass wir eine Verabredung hätten, Semmel. Du verlorener Mistbock. Moment, Moment. Ganz ruhig bleiben. Dreht's nicht durch. Was ist los mit dir? Warum tust du sowas? Sag mir, was mit dir los ist! Nicht die Kontrolle verlieren, Semmel. Dich hat wohl ein Pferd getreten. Ich bin ja mitten in der Sitzung. Setz dich. Du Arschloch. Setz dich, verdammt nochmal! Du glaubst, ich habe eine Affäre mit deiner Frau. Und? Hast du etwa nicht? Ich will dich nicht belügen, hör mir zu. Ich schätze dich als hervorragenden Mitarbeiter. Und du hast eine glänzende Karriere vor dir. Leck mich am Arsch, Axel. Nein, bitte. Kreuzweis. Hör mir zu. Ich will ganz offen mit dir sprechen über dieses Missverständnis. Missverständnis? Du warst in meiner Wohnung? Ich glaube, dafür brauche ich mich nicht zu entschuldigen. Silke hat mich darum gebeten. Du vernachlässigst deine Frau. Ach, bist du jetzt die Schulter zum Ausweinen, ja? Sie wollte mit mir über eure Probleme reden. Und ihr habt einen Haufen Probleme. Halt dich aus meinem Privatleben raus. Sie meinte, ich würde dich zu sehr beanspruchen. Du hättest keine Zeit mehr für deine Kinder. Misch dich nicht in unser Privatleben! Keine Ahnung, warum sie das jetzt ganz anders darstellt. Meine Frau geht dich nichts an! Du gehst mich was an. Also geht auch deine Frau mich was an. Was unterstellst du eigentlich deiner Frau? Und mir? Wie sieht denn dein Vertrauen überhaupt aus? Schäbig. Aufgeblasenes Arschloch. Hey, hör mir zu. Was wir im Moment auf keinen Fall gebrauchen können, ist ein Skandal. Ja, dann steig ich jedem Rock hinterher! Was ich tue und nicht tue, geht niemand etwas an, klar? Ich habe keine Lust, mein Leben lang mit einer Frau zu vögeln, die mir ein Brett unter mir liegt, die sie nicht rührt und nur dann anfängt zu schreien, ich Pariser vergesse. Hey, deine Frau habe ich nie angerührt, ich schwör's. Und ich weiß auch nicht, welcher Teufel sie jetzt reitet, dass sie so schwindelt. Ich bin dein Freund. Und noch nie einmal in meinem Leben habe ich die Frau eines Freundes angefasst. Ehrenwort. Semmel? Hey! Semmel! Ich hätte nie gedacht, dass es zwischen den beiden kriselt. Sie haben sich doch prima verstanden. Warum hat sie nicht mal mit uns gesprochen? Das nehme ich ja übel. Sie war doch hier wie eine Tochter. Vielleicht sind wir mitschuld. Vielleicht haben wir die beiden zu sehr belastet mit unseren finanziellen Problemen. Warum gibst du es nicht zu, Axel? Du hast ein Verhältnis mit der süßen, blonden Frau Semmeling. Hör auf mit den Unterstellungen. Wenn es nicht stimmt, warum warst du denn in ihrer Wohnung? Ich habe mit dir kein Verhältnis. Und warum warst du in ihrer Wohnung?
Mein Gott, wir hatten was zu besprechen. Zu besprechen? Ja. Die Frau sitzt im Haushaltsausschuss. Da haben wir uns bei ihr verabredet, um etwas zu besprechen. Hast du Angst, dass du deine Anziehungskraft verlierst, wenn du demnächst 50 wirst? Brauchst du nicht, nein. Gute Nacht. Das war Silke. Wollte sie mich sprechen? Nein. Nur wissen, ob du hier bist und ob alles in Ordnung ist mit dir. Ja, alles in Ordnung. Ist was, Mama? Es werden nur Wetten angenommen. Wer als erster den Mut hat, Semmel zu fragen, wie geht's eigentlich deiner Frau? Ich kenne ja die beiden. Ich bin ganz traurig, ehrlich. Jetzt hören Sie auf. Jedes Jahr trennen sich Tausende von Paaren. Irgendwas Erfreuliches muss daran sein. Wollen Sie ein Ei? Ja, bitte. Aber Eier sind schädlich für Ihr Cholesterin. Für mein Cholesterin sind Eier gut, für mich sind sie schädlich. Also kein Ei. Doch! 3,5 Minuten. Wieder dieser Ton. Tut mir leid. Ihnen tut was leid? Ist Ihnen nicht gut? Ist es so ungewöhnlich, wenn ich mal was bereue? Es macht mir Sorgen. Soll ich aufrichtig sein? Können Sie das? Ich fühle mich wohl, wenn Sie hier sind. Ebenso gut könnten Sie einen Hund im Haus haben. Hund ist noch eine bessere Idee. Ach. Ada, bitte. Sie sind eine prächtige Person. Ich bedauere nur, dass Sie mich nicht mögen. Aber ich mag Sie ja. Ah, das hört von selber schon wieder auf. Du bist total verspannt. Nicht so fest. Aua! Schau mich nicht an. Tut's da weh? Nein, da tut's gut. Ja, dann sag's doch klar und deutlich und hör auf zu wimmern. Ah. Silke hat so eine spezielle Methode, mir da den Daumen reinzudrücken. Soll ich Sie bitten, herzukommen und dir den Daumen reinzudrücken? Die Vorlage, Semmel. Finanzausschuss. Meine Anmerkungen habe ich beigefügt. Touch my skin. I promise you heaven, but it feels like sin. Let's get into the rhythm. The rhythm. Sonnenschein GmbH. Wo finde ich die? Selbe Adresse wie der Solidbau. Emily, mein Vater hat zwei Zimmerwohnungen, Bautzner Straße.
Ganz recht. Ein Herr Rauschfeld hat meinem Vater geschrieben, dass die Wohnung... Rauschfeld war bei der Solidbau. Und jetzt? Das ist der Friedhofsverwalter. Ah. Sie? Senf. Ich war auch bei der Solidbau. Meine Frau gehörte Sonnenschein GmbH. Die hat mich übernommen. Du kommst doch rein in die gute Stube. Moment bitte. Was haben die hier gut zu tun? Machen sie auch nicht so schnell pleite wie die Solidbau. Die Solidbau hat fest zugesagt, dass die Wohnung noch in diesem Sommer fertig wird. Spätestens. Eigentlich sollte sie... Was der Solidbau so alles versprochen hat, dafür kann der Sonnenschein gehen. Wir haben nur gar nicht, ne? Das wird schon seinen Grund gehabt haben, dass die Solidbau pleite gegangen ist, ne? Nun seien Sie doch froh, Herr Semmeling, dass die Baupreise im Osten gepurzelt sind und mir den Schlamassel übernehmen. Da hat ihr Papa doch Schwein gehabt, oder? So, der erste und zweite Rate sind natürlich futsch. Also ganz die Wohnung, die sie gekauft haben, wird's noch nimmer, ne? Wo ist denn die Küche? Wunderschön in Küchenschrank integriert. Ach so. Ne. Die Fenster sind viel kleiner als im alten Bauplan vorgesehen. Lärmschutz. Aha. Ist ja noch nicht der stillste Gegend da. Sehr gut. Gelle. Und... Wo ist der Balkon? Ne, ein bisschen was muss weg von der Schönheit. Wir müssen ja auch verdienen, oder? Umsonst ist er tot. Und der? Gott's Lähm. Nur nicht gleich einen Kopf hängen lassen, Herr Semmeling. Das wird schon mal gut. Wir sind hier ja nicht unter den Räuber. Ja. Lukas, zweite Tür rechts. Mieter für die Wohnung Hetsch. Aber nur zur 9 Mark der Quadratmeter, maximal 10. Das ist die Realität des Ostens, ne? So wenig? In der Mietgarantie... Der Mietgarantiegeber ist pleite, Herr Semmeling. Das wird schon sein Grund haben, ne? Ja. Der Schuldenberg, Herr Asmus. Die Lawine hat sich in Bewegung gesetzt. Die neue Hanse lebt, wenn Sie nicht das Vertrauen in uns verlieren, meine Herren. Wir rechnen auf nahe Sicht mit einem enormen Wachstum. Wie jeder Arzt, der einen Tumor diagnostiziert, müssen wir erst mal rausfinden, ob er gut oder bösartig ist. Offenbar waren die Transaktionen der letzten Jahre, milder ausgedrückt, etwas riskant. Keiner hat in den letzten Jahren so viel gewagt wie Friedrich Asmus. Keiner hat sein Ego dermaßen zur Schau gestellt. Auf unsere Kosten. Der Mann ist ein Unternehmergenie. Und das Problem ist, dass er das allmählich selber glaubt. Und jetzt steht diese Riesenwerft da. Und sie blutet Geld. Hässlich wird die Wohnung nicht. Na siehste. Mal abgesehen von der lauten Straße davor. Und diesem hässlichen Küchenschrank. Und winzigen Fenstern. Also das viele Geld ist sie nicht wert. Den ganzen Ärger auch nicht. Eigentlich ist sie potthässlich. Oder? Naja, immerhin wird sie jetzt irgendwann fertig. Und ihr habt einen Mieter und nehmt was ein. Irgendwann steigen die Mieten auch. Herr Semmeling! Nächste Woche feiern die Einweihung. Schicken wir da Blumen hin? Nö. Wir wünschen viel Glück im neuen Heim. Ist billiger. Schreiben wir? Wir sagen sie ihnen. Ist am billigsten. Und da wollten wir Sie gerne zu unserem kleinen Einweihungsfest einladen, Herr Semmeling. Das ist sehr nett. Aber... Oh, nächsten Freitag, gerade an dem Abend. Ach, das müssen Sie einrichten, Herr Semmeling, bitte. Und bringen Sie Ihren Sohn mit. Letzte Woche war er sogar auf einem Foto mit dem Bürgermeister in der Zeitung. Schneide ich immer aus. Man ist ja stolz auf die Nachbarschaft. Also dann, bis nächsten Freitag, Herr Semmeling. Dann müssen wir was mitbringen. Und
Unterrichtet der nicht auch Musik? Warum schenken wir ihm nicht eins von den ollen Musikinstrumenten von Onkel Gustav? Das vergammelte Zeug werfen wir doch sowieso demnächst auf den Müll. Wenn ich Sie recht verstehe, ist der Zusammenbruch des Unternehmens zu befürchten. Ohne Bürgschaft des Landes, ja. Ich kann nur beraten. Entschieden beraten. Ich werde Axel darlegen, dass wir jetzt nicht einfach die rote Karte ziehen und sagen können, wir geben kein Geld mehr. Unmöglich. Aber du musst uns auch einen Gefallen tun, Fred. Erzähl mir, was damals auf Jamaika passiert ist. Die Konza-Affäre? Die ganze schmuddelige Geschichte. Vor allem hat Klaus Hennig vor der Bürgerschaft gelogen. Warum fragst du mich? Frag doch Semmel oder Charlie, die waren auch dabei. Ich will's von dir hören. Eine Hand wäscht die andere, Fred. Wir haben Hennig im Sack. Das stimmt doch alles, oder? Du willst ja nicht auspacken. Warum fürchtet sich Axel so vor Klaus Hennig? Ein messerscharfer Verstand, hohe Integrität. Sie halten Hennig auch jetzt noch für integer? Du nicht. Damit Sie Landesvorsitzender bleiben. Runter vom Mond raus, junger Mann! Was tut man nicht alles, um seinen Job zu behalten? Du zum Beispiel. Dienst du dem Bürgermeister wirklich aus vollem Herzen? Oder hast du ihn als deinen Nebenbuhler? Und bist in Wahrheit ein Heuchler, dem seine Karriere wichtiger ist als deine. Fänden Sie es besser, ich würde Amok laufen, ja? Es ist das, was von mir erwartet wird. Tut mir leid, wenn ich damit nicht diene. Ich verstehe es nicht, Semmel. Wie wollen Sie verstehen, wenn ich nie verstehe? Gibt's für dich eine Grenze, wo du Nein sagst, Semmel? Wo du nicht mehr mitspielst? Gibt's die? Na, Erfolg gehabt? Meinen engsten Mitarbeiter ist vorziehen zu schweigen. Ja? Hat wenigstens Fred Kiefer ausgepackt. Hey Walter, mach mich bitte jetzt nicht an. Ich will wissen, ob es eine Chance gibt, Hennig zu stoppen. Ja? Was ist los? Was ist das da? Herrgott, nochmal. Ja! Alter Schrumpfzipfel. Sonntag? Stern, Spiegel, Fokus? Kann man nicht vorstellen, dass die sich für diesen bedeutungslosen Kram interessieren. Bedeutungslosen Kram? Ich höre ja wohl nicht richtig. Axel, worum geht's? Von einem Tatbestand, an dem er ohnehin nichts mehr ändern konnte, hat Klaus Hennig während seiner Jamaika-Reise erfahren, statt danach. Das ist ein ganzes Vergehen. Oh nein! Als er nämlich in der Bürgerschaft dazu befragt wurde, hat er gelogen. Na, bitte schön. Jetzt machen wir einen Punkt. Wer hat denn nicht im Leben schon mal zu einer kleinen Notlüge gegriffen? Bist du denn immer ganz ehrlich? Hast du nie deine Frau belogen oder deine Freunde? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Es ist schmutzig und kleinkariert, diese Aussage zu verwenden. Herrgott, so ist Politik! Offenbar hat ein sauberer Herr Hennig sagt Trick am Stecken! Vielleicht ist er auch bloß ein anständiger Mensch, der sich in irgendetwas verstrickt hat, was er einfach nicht überblickt hat. Hey, nur weil so ein paar Pressefutzig dich jetzt schon als nächsten Senator hochschreiben, solltest du nicht vergessen, wie du hergekommen bist. Es ist unter der Gürtellinie, Axel. Bestimmst du jetzt schon die Regeln? Du selbst hast sie festgelegt. Schon vergessen?
als ich dich zum ersten Mal hier in diesem Büro getroffen habe, da hast du mich gebeten, sowas wie dein Gewissen zu sein. Ich sollte dich erinnern, wenn du irgendwann nicht mehr weißt, wofür du angetreten bist. Weißt du noch, was du damals gesagt hast? Wir wollen saubere Politik machen. Nicht so werden wie die anderen. Keine schmutzigen Tricks. Wir gewinnen, weil wir die besseren Argumente haben. Das ist eine Weile her. Noch nicht so lang. Und auf der langen, holprigen Strecke, die man zurücklegen muss, um in der Politik irgendetwas durchzusetzen. Wenn du auf dieser Strecke irgendwann deine Grundsätze vergessen würdest, dann sollte ich dich daran erinnern, weißt du noch? Jetzt erfülle ich mein Versprechen. Lass es, Axel. Das stinkt zum Himmel. Mach dich nicht kaputt. Die schmutzigen Tricks, die üblen Winkelzüge, die überlassen wir anderen. Oh Mann. Mein Freund. Mein Freund. Jeder macht mal einen Schnitzer, Axel. Wenn das nicht mehr möglich ist, ein falsches Ding und du bist weg vom Fenster. Wenn es tatsächlich so gnadenlos zugeht, dann steige ich lieber aus. Jetzt denk doch einmal nach. Hennig wird Landesvorsitzender. Wetten, dass früher oder später irgendeiner von der Opposition oder so ein paar Wichser von der Presse in der Jamaika-Geschichte rumstochen. Das ist so sicher wie der Samen in der Kirche. Verlass dich drauf. Das lassen die doch nicht auf sich beruhen. Natürlich kriegen die auch raus, was wir rausgekriegt haben. Dann schießen die Klaus Hennig ab. Und den Schaden hat die Partei. Kann sein, aber dann bist nicht du der Schweinehund. Dann gehen wir's. Wenn du das tust. Ich habe mich für dich reingehängt. Das hier, das ist mein Leben. Dafür habe ich meine Frau verloren. Meine Familie. So sieht's aus. Und trotzdem, wenn du Hennig abschießt, schieße ich dich ab. Du hast eine große politische Karriere vor dir, Semmel. Aber nur mit Axel. Nicht gegen ihn. Ich scheiß drauf. Irgendwo habe ich gelesen, dass man manchmal das Dorf verbrennen muss, um das Land zu retten. Funken von Mitgefühl würden die jeden ans Messer liefern. Jeden, Katja. Nanu, ich bin nur ganz kurz in Hamburg. Aus bestimmten Gründen? Bisschen Stimmungen an der Basis schnüffeln. Gut, deine Auftritte im Ausland ist sehr medienwirksam. Und solche Fotos hier, guck mal, die mag ich, du und Asmus. Widerlegt die These, wir könnten nicht mit dem Wirtschaftsbossen. Hast du das Interview im Spiegel gelesen? Ja, ist wirklich klasse. Du sagst sehr viel, ohne dich konkret festzulegen. Ist perfekt. Auf dem Parteitag nächste Woche werden wir, denke ich, alles in unserem Sinne regeln. An deiner Stelle würde ich mich nicht allzu stark an den Betonwalter klammern. Wieso? Das ist unser Kandidat. Ziemlich angeschlagen. Der wird wieder das sehen. Ist dein Mann von gestern. Festgefahren. Moment. Soll Hennig Landesvorsitzender werden? Warum, wenn schon? Nichts dagegen.
Aber Paul kann Hennig nicht ausstehen. Ich glaube, du bist im Moment nicht richtig auf dem Laufenden. Der Wind hat sich gedreht. Er bläst im Moment ganz stark aus Richtung Nordrhein-Westfalen. Thorsten Wirschatz. Er hat jetzt in Bonn das Sagen. Und Paul ist nur noch Staffage. Der blasse Paul. Ach nee. War alles eine Frage der Zeit. Also über Thorsten, Kanzlerkandidat. Das habe ich mir gedacht. Mm-mm. Nicht? Parteichef voraussichtlich. Er will doch gar nicht riskieren. Du kennst doch Thorsten. Er ist einer von den ganz Vorsichtigen. Und sein kleines Königreich Nordrhein-Westfalen gibt er ohne Not nicht auf. Also, ist das Rennen noch völlig offen? Thorsten schätzt Klaas Hennig. Und du meinst? Ich meine gar nichts. Wäre also besser, sich mit Hennig zu arrangieren. Der intellektuelle Hennig und der bodenständige Axel Rupert. Das ist ein Team. Hä? Das ist ein Team. Aber mit Tongwalder, würde er mir das nicht verdammt übel nehmen, wenn er hört? Wer fragt danach? Eine kleine Werft in Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Die bauen Yachten und Motorboote. Und Fred bietet deinem Vater die Geschäftsführung an. Ist das nicht toll? Wenn Papa sich dazu traut, na ja, prima. Vielleicht wird doch noch alles gut. Mir bitte einen letzten Gefallen. Begleite mich. Jetzt sofort. Herr Bürgermeister. Er sitzt gerade an seiner Steuererklärung. Er ist immer besonders penibel. Das Finanzamt. Die schaffen es hierzulande, jeden fertig zu machen. Hübsches Stück. Was ist das? Tonleiter. Ah, klingt echt gut. Klaus! Hey! Axel? Ich muss sagen, ich bin überrascht. Lange nicht gesehen, Herr Semmeling. Guten Tag, Herr Dr. Hen. Geht's gut? Viel zu tun? Vermutlich weniger als du. Ich halte Vorlesungen, Seminare. Aber vielleicht habe ich dabei ein bisschen mehr Lebensqualität. Worauf du einen lassen kannst. Ich habe trotzdem gehört, dich zieht's in die Schlacht zurück. Das ist wie beim Wolf, Axel. Wenn der Wald ruft. Die Partei will nicht nur eine Stimme hören. Sie möchte wohl bei keinem von uns, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Kaffee, Tee, Wein? Nein, nichts. Wir bleiben auch nur ein paar Minuten. Dankeschön. Komm. Was ist das? Dies. Fred Kiefer hat sich bei Betonwalter ausgequatscht. Dass es eines Tages wieder auf mich zukommt. Ich wollte mich abseits halten. Aber irgendwann hatte ich die Ruhe über.
Politik ist wie eine Droge. Und Bedeutungslosigkeit ist aber das Grausamste aller Politikerschicksale. Als ich merkte, dass der Landesvorsitz auf mich zukommt, hat es mir einfach gejuckt. Dabei hat mich nie mal gestört, dass genau die mich unterstützen, die mich früher bis aufs Blut bekämpft haben. Klar, ist ja auch ein geiles Gefühl, wenn du merkst, du reißt die Leute mit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöder an, aber ich krieg noch immer einen Ständer, wenn irgendwas von dem, was wir uns vorgenommen haben, tatsächlich umgesetzt wird. Das ist geil. Was da passiert ist in Jamaika, liegt so weit zurück, hab's verdrängt. Ich habe niemanden bestochen, niemandem was zugeschanzt, nie mir was zuschanzen lassen. Eine unerfreuliche Geschichte, in die ich nichts ahnend reingeschlittert bin. Genau so war's. Trotzdem. Es ist vorbei. Offenbar nicht. Er hat nichts gesagt. Kein einziges Wort. Tja. Trotzdem gibt es nur diese Aussage. Und sie wird einen Mordskandal auslösen, wenn die Presse davon Wind bekommt. Ich müsste die Hosen runterlassen und eine Lüge vor dem Parlament eingestehen. Na schön. Ich ziehe meine Kandidatur für den Landesvorsitz zurück. Zufrieden? Beinahe hätte ich einen sehr guten Freund verloren. Der hat geglaubt, dass ich dieses hier gegen dich verwende. Vielleicht hätte ich das auch, aber ich weiß nicht genau. Ehrenwort. Das ist das einzige Exemplar von der Aussage. Das war ein Riesenfehler von mir. Die Hinterhalt zu schnüffeln, Klaus. Entschuldige. Tut mir leid. Wie es euch geht, aber ein kleiner Schluck, glaube ich, täte uns jetzt allen ganz gut. In Ordnung? Zufrieden? Wieder in Ordnung? Hält diese Person es für nötig, mal anzurufen. Und schon springt er. Die verdient ihn gar nicht. Toll, musst du mal lesen. Hörst du mir eigentlich zu? Einen riesigen, expandierenden Markt gibt es für solche Boote. Unglaublich. Damit ist wirklich Geld zu verdienen. Wir stören doch hoffentlich nicht. Nein, bitte. Danke. Kommen Sie doch rein. Guten Abend.
Es geht um Ihr Geschenk, lieber Herr Semmeling. Wir können das unmöglich annehmen. Aber wieso denn? Wir dachten, Sie sind auch Musiklehrer. Darum. Aber das ist doch viel zu wertvoll. Ich bitte Sie. Bitte. Wertvoll? Wieso? Wie viel ist denn sowas wert? Sehen Sie, Sie wissen es gar nicht. Doch, natürlich. Zigtausend. Ja, danke. Moment. Mann, wo findet man heute noch so herrliche alte Instrumente? Vielen Dank. Da haben Sie ja noch welche. Ja, von meinem verstorbenen Onkel. Mein Gott, das sind wirkliche Kostbarkeiten. Das ist ein Vermögen. Er wird immer größer. Und außerdem pinkelt er dauernd auf dem Teppich im Treppenhaus. Jedes Mal, wenn er gefressen hat, pinkelt er dahin. Der Teppich, der stinkt schon. Der Hausverwalter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass laut Mietvertrag überhaupt keine Hunde erlaubt sind. Schaff ihn ab. Schaff ihn ab? Spinnst du? Das würde den Kindern das Herz brechen. Und mir auch. Guck dir mal seine Augen an. Hm? Nein, sei unbesorgt. Wir schaffen dich nicht ab, Willi. Mach dir keine Sorgen. Ja, aber hör auf, ins Treppenhaus zu pinkeln, ne? Das ist unhygienisch. Haben die Herrschaften schon gewählt? Ja, wir nehmen zweimal das Lamm korrekt. Sehr gerne. Du siehst müde aus. Putze mal die Nase. Nein, nicht du. Was sind das für Tränchen? Einfach nur Tränchen. Schick, was du da hast. Gefällt's dir? Caroline hat schon wieder eine 5 in Mathematik geschrieben. Wir sollten ihr einen Nachhilfelehrer besorgen. Benni vermisst dich sehr. Caroline zeigt das ja immer nicht so von mir, aber Benni. Ich vermisse beide auch. Was macht Katja? Ich sehe sie kaum. Ach. Was steht's bei dir und dem Bürgermeister? Sollen wir nicht lieber die Feindseligkeiten überspringen und gleich zu den Mitteilungen kommen? Einverstanden. Ich habe in letzter Zeit gründlich nachgedacht. Seit wir uns getrennt haben, macht das Leben irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber vielleicht finden wir raus, was falsch gelaufen ist und können nochmal neu anfangen. Vielleicht war es auch einfach nur zu viel. Der dauernde Termindruck und die Geldsorgen und der Wunsch von uns beiden, Karriere zu machen. Das Leben in der Politik ist nicht gerade ehefördernd. Es ist nicht so, dass ich dich nicht auch vermisse. Schrecklich sogar. Vielleicht spielt es sich ja wieder ein. Was wir hatten, das wirft man nicht einfach so weg. Wir haben Fehler gemacht. Beide. Riesengroße Fehler. Irgendwas ist zum Teufel gegangen. Ich möchte nicht nochmal. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verlieren wir uns endgültig. Nicht nochmal von heute auf morgen im Stich gelassen werden. Das ist ja wunderbar. Wir haben uns gegenseitig verletzt und gedemütigt und im Stich gelassen. Nochmal würde ich das nicht durchstehen. Wirf Axel seinen Bettel vor die Füße. Du arbeitest weiter für Axel Robert, als sei nichts geschehen. Ja! Ich weiß, vor lauter Ehrgeiz guckt er weg, wenn der Bürgermeister seine Frau findet. Es interessiert mich nie, was die Leute quatschen. Arsch! Ich mach meinen Job. Selbstgerechtes Arschloch. Was mich allerdings sehr interessiert und was mich auch verdammt persönlich angeht, lässt sich meine Frau von irgendwem bumsen. Bürgermeister oder Buschhofer. Ich weiß nicht, was ich noch mehr verabscheue. Dein Rumgequatsche oder die Tatsache, dass du mich beschissen und betrogen hast. Komm hier. Komm. Kommt die Dame zurück? Das frage ich mich auch.